sag mal, wenn es dann losgeht, ja? Oh Gott, okay. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, willkommen zum 12. Graffiti Report. Was haben wir denn heute? 1. Juni. Wir sind wieder mal überfällig, Penhard und Sleepy Joe. Die Wand ist leider nicht so toll, wie sie noch vor am Wochenende war. Es ist wieder in einem erbärmlichen Zustand, aber vielleicht finden wir die ein oder andere Perle. Hätte ich da mal aufgestochen. Da, los geht's. Geil. Ja, fangen wir hier an. Die 60 haben da einen Workshop gemacht. Das erste für einen Workshop, Jungs. Geht nicht über andere Graffitis drüber, das lernt man als erstes. Weil was passiert, kommt dass die andere Gang und macht wieder alles kaputt. Und dafür ist die Wand nicht da, dass ihr euer Ding habt. Bier für alle. Der Pascha ist vor gegen die Wand gesickert mit Roma. Fast schon. Das kann man eigentlich nicht dekorieren. Das sind wirklich wieder Laubbläser-Outlines. Da hat sich wieder einfach gemacht, egal. Immer mehr Workshop, aber hier diese Workshop gut. Workshop. Ah ja, hier alles in feinster Qualität. Räuber Fotzenboss, der Raub. Okay, dann was ist das? The fuck oder was ist das hier? Ah, Schacht hängen, Tauben fressen, also U-Bahn sprühen und irgendwie Tauben fressen. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, so uralt Graffiti. Aber hier kommt rein. Street Art, ja? Von Frau mit Pimmel. Ja. Der Spotter, jetzt schaut es endlich mal nach Graffiti aus. Aber lasst mal das Chrom, das ist Stahl, Glas, Beton, Investorenarchitektur. Ist es die Dokumentation? Weil es billig ist, so wird auch gebaut. Aber hier verschwindet ja alles. Keiner hat Lust auf Qualität. Da oben schaut es doch raus zu den blauen Vögeln. Das war nach 10 Minuten übermalt. Das fand ich einmal echt unverschämt. Ja, dann gibt sich keiner mehr Mühe. Und wir brauchen einfach mehr Wände, das ist traurig. Ja, gut. Da hier Sack, auch wieder in billig Schnellfarbe. Das ist ja schon hart. Da war Alex drunter. Der Charakter war gar nicht schlecht, war schön gemalt. War echt schön gemalt. Ja, macht zwar eure Hausaufgaben, schon im Hort gemacht. Toll, Hausix. Hey, der Fanta, I love drugs, der Fanta, der liebt alles außer Drogen. Der Fanta Brust, auch schon wieder kaputt gemacht. Aber hey, der Mann wird immer psychedelischer. Das Restdosenbild mal, Hintergrund. Schön wie früher. Gehst du mal schnell aus dem Bild? Hier, was? Schnauze, jetzt machen wir einen Film. Wurde aufgehalten hier wieder da von der Street Art Front. Schwer infantil, passt schon für Kinder. Da HGR, die Hangers. Die UFOs, eher Boote mit Beleuchtung. Das war der Workshop, also wieder die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums mit Workshop. Hier geht's weiter, ja, Humpen Area, das Glory Hole, in allen Höhen Glory Hole. Die Wand ist wie immer noch in einem katastrophalen baulichen Zustand. Ja, aber der Herr Hahn hat zugesichert, der Mann von dieser großen Gender-Toilette, ja, größte von Europa, ja, dem dieser Laden gehört, der sogar für einen Flohmarkt Eintritt verlangt. Ja, hat zugesichert, dass wir diese Wand jetzt zeitnah machen. Ich weiß nicht, was zeitnah heißt. Ah, da drin wäre was Schönes an der U-Bahn. Da ist ein schönes Zack. Da, Zero, wir gehen schon wieder. Ja, die würden sich mehr Mühe geben, die Kids, wenn die Wand schön wäre. Gut, mal ein paar abschließende Worte. Die Stadt München, mal was Erfreuliches, hat an der Bayernkaserne eine Wand freigegeben für alle, damit sich das mal entzerrt und dass die hier dauernd nicht übersprüht wird. Das haben die freigegeben. Und
Noch ein paar andere, aber die anderen, das eine leider vergiftet, finde ich. Das ist in Pasing diese 300 Meter Schallschutzwand. Das ist im Landschaftsschutzgebiet. Und es kann nicht sein, dass die Sprüher ein halbes Jahr sprühen, ein halbes Jahr wie auf die Umwelt aufpassen und nicht sprühen dürfen. Lieber die Wand gar nicht, bevor wir Sprüher da, das ist ein vergiftetes Geschenk, in die Falle laufen. Weil unser Verein ist leider zum Großteil echt wohlstandsverwahrlost, muss ich leider sagen. Lässt alles liegen, den ganzen Müll. Ja? Und nicht im Landschaftsschutzgebiet. Also die Wand nicht, dafür eine adäquate Ersatzwand. Das wäre super. Ja? Und auch zeitnah. Aber zeitnah als da, da die große Gender-Toilette die Wand hier machen möchte. Gut, und dann würde ich sagen, einen schönen Abend. Und lasst euch gut gehen in der Welthauptstadt der leerstehenden Büropaläste. Deswegen haben wir keine Hall, weil lieber alle Büropaläste leer stehen. Gute Nacht, Lennart, das passt. Was sind das für Flaschen da? Ich kann zu meiner Freundin sein. Die hat ja hier am Handy rumgespielt, Egozentrale.